Im Entwurf wird das in der Analyse modellierte System spezifiziert. Die Resultate dienen als Grundlage für die Implementierung und enthalten alle Details, die hierfür nötig sind. Für den Entwurf existieren unterschiedliche Werkzeuge, wie beispielsweise Rational Rose, das auch für die Analyse eingesetzt werden kann und dadurch eine durchgängige Entwicklung ermöglicht. Die Erstellung und Bearbeitung von Diagrammen, wie beispielsweise dem Klassendiagramm im Entwurf, erfolgt einfach per Drag and Drop der benötigten Elemente in den Diagrammbereich. Über Dialoge lassen sich die Eigenschaften der Klasse, die Attribute und Methoden erstellen. Ebenso einfach ist die Verknüpfung der einzelnen Klassen. Nach Erstellung der Verknüpfungen kann diese, zum Beispiel durch Angabe ihrer Kardinalität, weiter spezifiziert werden. In einem Dialog können weitere Eigenschaften wie Name, Stereotyp und Rollen festgelegt werden. Das Klassendiagramm enthält abschließend alle Schnittstelleninformationen, die für die Implementierung nötig sind, wie zum Beispiel Methoden, Attribute und Typen der Parameter und Rückgabewerte.